Hallo und schön, dass ihr zuschaut zu dieser Special-Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und zwar will ich euch kurz den 8-Bit-Modus zeigen. Ich nehme einfach mal hierfür den Mammoth, das ist der schwere Elite-Panzer dafür. Und wir springen einfach sofort ins Gefecht, weil was soll man da auch lang rumtun? Man sieht, es gibt einen schweren Panzer, das ist der Mammoth. Dann den Polar Bear oder Bear, ja, das ist der TD. Und dann gibt es noch einen schnellen Light, und zwar den Arctic Fox. Ja, man sieht hier, so schaut das Ganze aus. Ich glaube, man sieht da schon, okay, wo ist der ganze Sinn und Zweck des Ganzen? Also in der Mitte, man kann natürlich die Base cappen oder aber natürlich klassischerweise alle zerstören. Und dann schauen wir doch mal, wie wir da zurechtkommen. So, vielleicht mal einfach mal zusammenbleiben. Die Sounds sind natürlich wirklich sehr amüsant. Typisch 8-Bit, also ich muss sagen, da werden wirklich Kindheitsgefühle wieder wahr. Oh, da kriege ich doch von hinten einen rein. Also so... Oh, und wenn das... Also allein dieser Sound, dieses... Das ist schon der Hammer. Nein! Komm noch mal raus! Da habe ich getroffen. Also die Sounds sind wirklich hammerlustig. Oh, oh, da hinter uns ist ja... ein Gegner. Da muss man natürlich jetzt auch aufpassen. Habe ich ihn angezündet? Und schon wieder. Oh, der Polar Bear. Der ist natürlich eine Wucht. Der macht natürlich schon heftigen Schaden. Nein! Nein! Er hat mich weggemacht. Au, da haben sie rumgedrückt. Da sieht man schon, hier geht jetzt die Luzi ab. Mammoth hat hier keine Chance. Die haben das, da haben das die Gegner wirklich gut gemacht, dass sie hier zusammengeblieben sind. Und uns da überrannt haben. Aber scheißegal, es ist trotzdem sehr amüsant. Das ganze Team hier drüben, das steht noch ganz gut im Saft. Oh, man sieht schon. Jetzt da drüben könnte noch einer fallen. Ah, nein! Ja, da sieht man schon. Der Polar Bear, der haut ordentlich rein. Ich würde sagen... Dadurch, dass das aussieht, als ob es eine schnelle Runde wäre, werde ich versuchen, euch nochmal den Polar Bear zu zeigen. So, jetzt wurde wenigstens da noch einer gekillt, aber da hinten, der Light türmt hier durch das Gras. Da kommt er schon. Man kann der Light jetzt hier noch was ausrichten. Ja... nicht wirklich viel. Jetzt versucht er auch schon abzuhauen. Da ist die Übermacht da. So, und jetzt hat er hier schon ein kleines Problemchen. Macht aber sehr gut dafür, dass er der Letzte ist. So, zack, den konnte er noch wegmachen. Also man sieht, scheinbar schafft es der Mammoth oder macht er so viel Schaden beziehungsweise zerlegt alles, dass immer der Panzer brennt. Oder beziehungsweise er schießt mehrere Male hintereinander. Das muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich noch gar nicht rausbekommen. Ihr könnt es gerne unter das Video kommentieren. Aber es kommt ja mehrmals, also es scheint so, als ob er mehrmals schießen würde sogar. Vielleicht deswegen auch diese Ticks. Jetzt war das leider ein Lose. Aber nichtsdestotrotz
sehr spaßiger, wie gesagt, wie ich es versprochen habe, eine Runde Polar Bear geben wir uns noch. Man sieht, oh, da ist der andere, hat aber brutal im Damage vorgelegt. So, aber egal, wir nehmen noch den Polar Bear. Oh, die Crew nicht angepasst. Das kann natürlich Abzüge in der B-Note geben. Wir schauen einfach mal. Wie gesagt, soll ja ein Fun-Modus sein. Zählt auch nicht irgendwo in die WN rein oder sonstiges. Also von dem her, tobt's euch da aus. Lasst die Gefühle, die schlechten Bad Vibrations einfach mal außen vor und zockt einfach nur wieder mal just for fun, weil dafür sind die Modis da und auch prädestiniert. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie es mit dem läuft. Der Richtbereich ist schon mal mau, aber das ist zu erwarten natürlich. Fährt sich auch eher wie ein Traktor. Piu, piu. Piu, piu. Ich fahre jetzt einfach mal den Mammoth da hinterher. Aber man sieht schon, okay, das, meine Annahme war wohl richtig. Also er schießt wirklich mehrmals hintereinander. Deswegen hat er da den Vorteil. Nein! Das kommt er da nicht. Kommt, Jungs. Kommt da ran. Ah. Oh, fetter Schaden. Nochmal. Bam. Oh, das ist, tut schon fast weh aufs Auge. Ich habe einen getötet. Ah, dem Polar Bear kann ich da gar nicht helfen. Den Mammoth hier würde ich helfen können. Bam. So, die lasse ich hier ihre Schüsse verbraten. So, da konnte ich jetzt hier die doch noch ganz gut beschäftigen. Jetzt hoffe ich, fahren die mal auf die Gegner drauf. So, der ist weg. Und es schaut tatsächlich sehr, sehr, sehr gut aus. Ah, da war zu wenig Silhouette für mich. Oh, da konnte ich gut durchschießen. Nein! Da stürzt sich jetzt fast ab. Naja, ich kann hier, jetzt bin ich wirklich festgefahren, aber der Mammoth ist der letzte. Und Gott sei Dank, den werden sie noch machen. Aber diesmal mehr Schaden machen können, also von dem her alles gut. Und absaufen tue ich auch nicht. Sogar ein Win. Ja, damit kann man doch jetzt zufrieden sein. Eine Niederlage, ein Win, mehr geht einfach nicht in so einem kurzen Video. Da gab es auch diese Medaille für den Sieg, ein paar Kreditpunkte und Erfahrung, also von denen her. Alles erreicht, was man erreichen will oder kann. Zweiter im Schaden. Drei Kills. So spielt man das Spiel. Nee, Spaß beiseite. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute. Macht es gut. Bis bald, euer Alcaramba.